Hallo YouTube, pünktlich zur Vorweihnachtszeit habe ich was für euch dabei. Ideale Geschenk für alle, die sich mit einem Samsung Galaxy S3 Mini, Sony Xperia Tipo und wie all diese ganzen günstigen Smartphones für Rentner und Senioren sind dort unglaublich verbreitet heißen. Hier die Lösung, Doro Liberto 820 Smartphone, mit dem sie sich verstehen, das Smartphone natürlich. Doro kennen wir, schwedischer Hersteller, die stellen ganz viele Seniorengeräte her. Hier haben wir drauf, offenbar, ja doch, da sieht man es ja auch, ich vermute ein Android-Smartphone. Wir haben das Ganze mit einer HD-Weiß-Funktionalität, wenn das Mobilfunknetz das unterstützt. Wir haben 3G, also UMTS mit dabei, sowas wie LTE braucht das Gerät nicht. Wir haben Bluetooth, damit man auch mal eben, keine Ahnung, per Funk die Musikanlage befeuern kann. Auch das machen Senioren sehr gerne, denn nur weil man nicht gut sieht oder nicht gut hört, ist man ja nicht technikfeindlich. Wifi haben wir drin, also WLAN, GPS zur Ortung. Für den einen oder anderen, der auch mal ein bisschen vergesslicher ist, ist es auch sehr hilfreich, dass man denjenigen dann orten kann. Das Ganze ist ein Triband-Handy. UMTS, also im GSM-Netz-Triband, UMTS klappt in jedem Fall in Europa. Hersteller, wie gesagt, die Firma Doro. Das Ganze kostet 240 Euro. Vom SAR-Wert, also Strahlenwert her, ganz optimal auch für die Gesundheitsbewussten. 0,178 Watt pro Kilogramm Körper ist perfekt. Grenzwert liegt bei 2. Viele Geräte sind hier deutlich drüber. In der Box ist diese schmucke Tischladestation. Ist im Lieferumfang, die muss man nicht zukaufen. Keine Dockingstation. Ich finde es gut. Also für alle, die die Sachen gerne hinstellen, ideal. So schöne Plastikpappverpackungen, auch wieder verschließbar. Also kann man das Gerät schon mal fertig machen für Oma, Opa, Mutter, Vater, wen auch immer. Wir haben die Tischladestation. Sitzt, steht, passt. Wackeln tut es nicht. Wir haben mit dabei Kopfhörer, ganz einfach, und ein Micro-USB-Ladekabel. Also, wir schauen mal aufs Gerät drauf. Lassen wir es einfach mal in dieser schicken Station drin. Wenn ich es in Betrieb nehme, unten habe ich schön zum Entsperren nach oben wischen. Das finde ich ganz schmuck und schick. Also, das ist gut gelöst. Wir haben hier den Startbildschirm. Da gibt es nicht bei Samsung 15 verschiedene in alle Richtungen, sondern hier haben wir 1, 2 und 3. Die kann ich ja direkt auswählen. Da sind jetzt einfach ein paar Apps vorinstalliert, sprich E-Mail, Internet, Wecker. Google ist schön in einem Ordner verpackt, braucht man ja auch nicht zwingend. Oh, da habe ich es doch schon gestartet. Unten haben wir beleuchtete klassische Tasten. Finde ich gut, denn mit so Touch-Dingern ist der Druckpunkt nicht ganz klar. Wir haben die Telefonanwendung. Wir gucken mal, da ist eine wunderschöne Tastatur. Die erkennt beinahe jeder. Wir haben oben das Telefonbuch. Buch mit dem Köpfchen, keine Treffer, sind noch keine Nummern gespeichert. Mitteilung, da schauen wir mal auf Tastatur. So, verfassen. Wie groß ist sie? Ja, das geht doch alles. Was ich irritierend finde, ist SwiftKey. SwiftKey ist super. Da gehst du über die Tastatur und schreibst dann deine Wörter. Ob das Ganze jetzt allerdings für die Zielgruppe des Gerätes die optimale Eingabemethode ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich glaube eher nein. Kamera hat 8 Megapixel. Akkulaufzeit bei dem Schmuckstück vermutlich nicht deutlich mehr als ein Tag. Akku ist auswechselbar, reinkommt eine Micro-SIM-Karte. Technische Daten hierbei finde ich absolut nicht wichtig. Denn das Gerät läuft flott, hat ein Android 4.1 drauf, da muss es kein 4.4 sein. Da ist jetzt nicht viel Mist vorinstalliert. Und für alle, die einfach ein Geschenk um die 200 Euro für Mutti, Vati, Oma, Onkel suchen, die sich bisher mit den anderen Geräten rumplagen, eine super Sache. Denn gebe ich ein paar Euros aus, ja, S3 Mini ist günstiger, S4 Mini auch. Da können die auch ganz tolle Sachen mitmachen, Dual-Kamera-Videos, wollen sie aber gar nicht. Man möchte einfach ein Handy haben, das ist erweiterbar, das funktioniert. Damit kann ich ein bisschen gucken über die Google Maps, über die Google Apps kann ich hier ein bisschen mit Maps gucken, wo bin ich denn. Und klar, Multimedia kann ich auch machen, wenn ich es möchte, aber wenn ich einfach nur telefonieren möchte und sage, ich möchte diesen Smartphone-Trend nicht verpassen, möchte unterwegs online gehen, dann kaufe ich mir ein Doro Liberto 820, Speicherkarte kann rein, gute Bedienung, alles ordentlich gut lesbar, eine Taschenlampe ist sicherlich auch hier an Bord. Taschenlampen sind ja irgendwie in so Seniorengeräten oder Generationentelefonen, wie man sie auch nennen kann, wirklich verbreitet. Tuck, tuck, das klappt, das ist schön hell. Wenn ich es bräuchte, muss ich gestehen,
wäre das mein Gerät. Das Doro Liberto 820 hat 4,5 Zoll als Display, gibt auch noch ein anderes Doro Liberto, das hat ein 4 Zoll Display. Ich finde, da sollte man keine Kompromisse machen, sondern einfach ein vernünftiges Telefon kaufen, ein paar Euro sparen und dann wird es nachher wieder nicht benutzt, sondern man kauft einfach was Vernünftiges. Hier haben wir die Kamera direkt für die Fotokamera, die Taste direkt für die Kamera. Wir haben hier den Anschalter leiser, lauter, da kommt man auch nicht mal eben dran. Hier haben wir die Kontakte für die Ladeanschlüsse. Zum Thema Notrufknopf kann man hier auch noch was sagen. Drücke ich und dann muss ich natürlich einstellen, wo angerufen werden soll. Ja, auf Anhieb macht's nichts. Das finde ich auch ganz gut, denn bei vielen Geräten ist der Feuerwehrnotruf hinterlegt. Sprich, man kommt mal aus Versehen drauf und schon wird der Feuerwehrnotruf angerufen. Hierbei hilfreiche Geschichte. Kamera, Mikrofon hinten. Da kann Oma und Opa und Onkel und Tante und wie sie alle heißen auch Videos mitmachen. Fällt mir noch was ein? Fällt euch was ein? Wenn ihr Fragen zum Gerät habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bestelllink ist unten drin, in der Beschreibung. Super cool ist, wenn ihr es darüber bestellt. Gibt für mich ein paar Groschen und ihr habt ein super Gerät. Und wenn es nicht gefällt, könnt ihr das bis zum 31.01. nächsten Jahres zurückschicken. Ich halte euch nochmal die Gerätebezeichnung vor die Nase. Doro Liberto 820 Smartphone, mit dem Sie sich verstehen. Danke fürs Zuschauen.